Noch vor 10, 20 Jahren wären die Null-Alkohol-Produkte auf der ProWein eher belächelt worden. Winzer, die auf rauschfrei gesetzt haben, waren die Ausnahme. Heute passen die Zeros, die Katerlosen, die Sündenfreien voll in den Zeitgeist. Der große Trend auf der Messe ProWein muss ernst genommen werden, genau wie die Produkte von den Winzern ernst genommen werden. Weniger Alkohol ist ein großes Thema, wenn man sich anschaut, wie die gesetzlichen Entwicklungen sind. Wir haben jetzt in Irland starke Werbeeinschränkungen, wir haben Kanada, die vor Alkohol waren. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich als Branche insgesamt das Thema ernst nehmen und es eben als zweites Produkt betrachten, neben dem natürlich immer noch wichtigen und tollen Wein mit Alkohol. Frau Zimmer empfiehlt keine Berührungsangst und bitte frei von Vorurteilen, einfach viel probieren. Ein weiterer Vorteil für Winzer: Für alkoholhaltige Produkte darf in vielen Ländern nicht geworben werden. Alkoholfreie Weine sind vom Werbeverbot befreit. Letztendlich geht es beim Wein aber um Geschmack. Nuancen und Noten spielen oft eine Riesenrolle. Da erstaunt der zweite große Trend auf der Messe: alternative Verpackungen. Plastikflaschen, die besser per Post verschickt werden können, weil sie in Briefkästen passen. Der gute alte Bag in a Box, längst auch mit Qualitätswein befüllt. Auch das Tetrapack funktioniert als Verpackung. Oder, wie hier zu sehen, eine Flasche aus Papier, innen mit dünnem Folienbeutel und mit Metallverschluss. Alles, um CO2 einzusparen. Die schweren Flaschen sind einfach zu schwer beim Transport und benötigen bei Produktion und Recycling zu viel Energie. Alles das funktioniert aber nur, wenn der Geschmack gut bleibt. Wenn du dem Wein ein bisschen Luft gibst, den Wein sich öffnen lässt, dann ist das fantastisch. Dosen und Folienbeutel sind sehr geschlossene Verpackungen. Und ich glaube, je besser Winzer verstehen, dass es weniger um die Verpackung geht, als vielmehr darum, was abgefüllt wird, umso besser. Den offenen Hauswein im Restaurant trinkt auch niemand aus der offenen Flasche, sondern immer aus dem Glas. Und ich empfehle nicht, direkt aus dem Tetrapack zu trinken, das wäre wirklich zu viel. Wenn es dennoch Glasflaschen bleiben sollen, gibt es andere Wege, Pfandsysteme. Ob Wein in sozusagen zweckentfremdeten Bierflaschen oder Abfüllung in ein ganz neues Mehrwegsystem. Noch ist es so vielleicht am einfachsten, auch Kunden mit Vorbehalten zu nachhaltigerem Genuss zu bewegen.